Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zum Spiel Farm Together 2. Ja, ich bin heute nur kurz im Spiel gewesen, war kurz weg und auf einmal gibt es wieder ein Update. Also hier kommt wirklich eins nach dem anderen und dieses Update hat es in sich. Worum es genau geht, das erfahrt ihr jetzt. Wie ihr seht, bin ich hier gerade in der Stadt und da stehe ich vor den verfügbaren Immobilien und ja, wir haben neue Shops dazu bekommen. Und zwar sind das insgesamt drei Shops. Es geht einmal um das Restaurant. Das könnt ihr benutzen, um Medaillen zu machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich suche mir mal eben einen schönen Ort. Und das ist übrigens sehr günstig, nur für 160 Edelsteine. Ich suche mir mal kurz einen schönen Ort. Da werde ich das Ganze dann herstellen. Ja, ich bin einfach nur um die Ecke gegangen. Wir werden das Ganze jetzt einmal bauen. 160 Edelsteine. Und da können wir nun... sogar Salz. Sehr, sehr geil. Salz haben wir ja, glaube ich, mit den Bäumen hinzubekommen. Deswegen habe ich auch so viel davon. Und es hat sich so einiges angesammelt mittlerweile auch mit Salat und so weiter. Und dafür bekommt ihr nun pro verkauften Teil 2 Medaillen. Richtig, richtig geil. Ihr fangt natürlich klein an. Der Nachteil ist auch, die Upgrades, die man hier machen muss, kosten dann auch wieder Edelsteine und natürlich zusätzlich Ressourcen. Aber das ist schon mal eine Menge. Lagerkapazität sind aktuell 10 Medaillen, also beim Start bei Level 1, können auf 14 erhöht werden. Werden also, nehme ich an, bei jedem Level um 4 erhöht. Und die Inventargröße von den einzelnen Sachen, in diesem Fall jetzt auch speziell von Salz, liegt bei, Salz liegt bei 20 drauf pro Level, so wie es aussieht. Und die restlichen Sachen, also die, die ihr dann bei euch im Haus machen könnt, die liegen bei 10 pro Level. Also pro Level Update. Wird allerdings nicht so schnell aufgefüllt, zumindest am Anfang nicht. Da dauert es noch eine Minute. Aber ich finde es schon wahnsinnig, wahnsinnig geil, dass man überhaupt diese Möglichkeit bekommt. Es ist ein bisschen schade, wie teuer das Ganze ist. Aber gut, seien wir da mal nicht so streng. Ich meine, es geht hier um Medaillen. Und ich sag mal, Salz kriegt man eigentlich auch ziemlich gut und schnell wieder rein, wenn man sich dann die entsprechenden Bäume dafür besorgt hat. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu. Richtig, richtig geil. Von allen anderen braucht ihr 5 Teile, um einmal 2 Medaillen zu kriegen. Von Salz, ich verkaufe direkt schon mal 2, braucht ihr jeweils 100, um 2 Medaillen zu kriegen. Ja gut, am Anfang könnt ihr halt nur 3 verkaufen. Aber ihr seht schon, es rattert dann hier unten eine Minute runter und dann kommt das nächste wieder hoch. Das ist eine richtig geile Verbesserung. Ähnlich wird das Ganze wohl mit dem Folgenden aussehen. Und zwar mit der Kunstgalerie. Kann ich jetzt im Moment leider nicht bauen, weil mir tatsächlich jetzt aktuell noch die Medaillen ausgegangen sind. Muss ich aber nicht unbedingt bauen, damit ihr das Ganze seht. Ich meine, die Werte dementsprechend kann ich euch jetzt leider gerade nicht liefern. Aber es wird, denke ich mal, ähnlich laufen. Also, dass man das auch in 5er-Schritten vermutlich verkaufen muss. Bei diesen Ressourcen, die ihr über das Klavier bzw. über die Staffelei erzeugen könnt. Sehr, sehr cool. Und als letztes haben wir noch den Handwerksladen. Der kostet vergleichsweise auch nicht viel, nämlich in Anführungszeichen nur 200 Edelsteine. Ja, ich weiß, Edelsteine sind eine sehr rare Ware hier in dem zweiten Teil. Aber den gönnen wir uns auf jeden Fall auch. Weil, der sieht ja ziemlich cool aus, wie so ein, oben wie Patchwork zusammengenäht. Das ist, der Typ passt doch irgendwie dazu mit seinen blauen Haaren. da erhaltet ihr jeweils für 10 Wolle 5 Edelsteine. Aktuell haben wir da natürlich noch nicht so viel drin. Und ich glaube, es hat hier unten bei 45 angefangen zu zählen. Ich bin mir nicht sicher. Ne, ist doch eine Minute, die man auf dem ersten Level hat. Aber das geht natürlich dann mit der Zeit auch runter, je höher ihr das Level macht. Nachteil allerdings hier auch wieder, man kann das Ganze nur mit Edelsteinen leveln. Aber wir haben endlich ein Inventar,
beziehungsweise wir können das Inventar erhöhen für unsere Wolle, weil wir da ja jetzt, ja, vor einigen Tagen irgendwann, glaube ich, war es, dass wir die Bäume bekommen haben. Und wir konnten, oder es war von Anfang an, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war sogar von Anfang an. Und wir konnten die Wolle ja nirgendwo verkaufen. Das können wir jetzt machen. Oh, ich habe jetzt gerade einmal geupdatet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ihr seht jetzt die Werte. Und es geht hier dann auch nochmal um 8 Sekunden jeweils runter. Dann die Erhöhung hier natürlich alle 10 Level um einen Edelstein. Das ist dann auch bei dem anderen Shop so. Finde ich, oder beziehungsweise bei den beiden Shops so, finde ich richtig, richtig klasse. Ja, und damit kommen wir dann zur letzten Variante, was verändert worden ist, beziehungsweise zur letzten Neuigkeit. Wir haben wieder Pfeffer und ihr seht, es sind gute Preise, wobei das Ganze auch 12 Stunden dauert ohne Bewässerung, muss man dazu sagen, auf der ersten Stufe. Es kostet allerdings satte 9.300 pro Feld. Das ist schon Wahnsinn. Gut, damit können wir dann auch nochmal Salz herstellen. Also damit könnten wir dann dementsprechend, ja, also für mich ist es Salz, ein Salzsymbol. Auch wenn es vielleicht jetzt hier Pfeffer ist, aber es ist für mich ein Salzsymbol. Ja, und ihr bekommt dann auf der ersten Stufe 10.100 raus. Ist schon ein guter Betrag, gerade wenn man größere Felder davon anlegt. Und 110 XP darf man auch nicht unter dem Tisch kehren. Dauert allerdings 12 Stunden bzw. 6 Stunden dann mit Bewässerung, bis das Ganze abgeerntet werden kann. Kann man also eigentlich gut über Nacht hinsetzen, wenn man das Geld hat. Und man kann es in 3 Jahreszeiten setzen, also immer außer im Winter. Und wir haben direkt noch die anderen Varianten mitbekommen, nämlich die zweite Variante, wofür ihr den schwarzen Pfeffer einmal leveln müsst auf Level 20. Die dritte Variante, wo ihr Level 40 vom schwarzen Pfeffer haben müsst. Und dann die zweite Variante, entsprechend nochmal auf Level 20. Und die vierte Variante, wo ihr dann die erste Variante, also den schwarzen Pfeffer, auf Level 60 haben müsst. Die zweite Variante auf Level 40 und die dritte Variante auf Level 20. Kann ich sogar noch gar nicht machen, weil ich dafür Level 135 brauche und mich jetzt nicht mehr so groß um die große Farm gekümmert habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil das alles so mühsam war die ganze Zeit mit den Edelsteinen. Ich wollte heute wieder damit anfangen. Deswegen, ja, hoffe ich mal, dass ich schnell die 135 noch erreichen werde. Ja, und hier nochmal ganz kurz zum Schluss das Altbekannte, nämlich die Wolle, die wir natürlich dafür brauchen, um die neuen Geschäfte, ja, da drin verkaufen zu können. Einmal bekommt ihr die aus dem Bambus und aus dem Fargesia-Bambus, also die Erweiterung davon quasi Stufe 2 und von Stufe 3 dem Goldener-Bambus. Bei diesen drei Sachen, da könnt ihr Wolle bekommen und wie ich ja schon sagte, es gibt auch was, woraus man Salz bekommt, nämlich den Gewürznelkenbaum. Der ist nämlich tatsächlich mit einem Update von vor ein paar Tagen reingekommen, ebenso wie auch der Ceylon-Zimtbaum, das ist die erste Variante, und die zweite Variante, die Zimtkassie. Ja, mit diesen Sachen könnt ihr dann in den neuen Shops verkaufen. Das sind wirklich alles wahnsinnig gute Neuigkeiten, die ich euch heute sagen konnte. Und ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für diese Neuerungen. Bleibt am Ball und Daumen hoch. Die Entwickler machen es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.